Sorgen Sie für die Rest der Saison für genug Spieler. Einen ausreichenden Kater. Gib mir doch einen von gestern Abend. Wichs ihn um, Andi! Das gibt's doch gar nicht, Mensch! Kotzen! Mach endlich da vorne! Abseits, Linienrichter! Wem winkst du denn? Bist du Fluglotse? So, ihr Kanonenköppe, keiner macht den Kalu, erstmal Masken auf! Ja, Mann, ey, du bist echt eine große Potsau, ey. Ich riech durch meine Maske, dann stinkt dein Schuh, als würde eine Packung Essrum aufreißen und noch Frikadellen. Pack die Scheiße weg, Alter, das ist so... Es ist ekelhaft. So, Kanonenköppe, es gibt neue Regeln vom Verband, neue Trikots, Hermann, zieh mal an. Wie du aussiehst, ey. Wie so eine geplatzte Bockwurst, die zu lange auf dem Grill war. So, klasse. Weitere Maßnahmen. Richtig, Ferdinand. Den Helm auf, ey. Da geht er direkt in die Abwehr. Trainer, wirken sich der Helm und die Brille nicht irgendwie auf die Tröpfcheninfektion aus? Ferdinand, bin ich in Chemieunterricht. Du schwitzt doch noch nicht mal beim Kacken. So, hier, Andi, fang. Dem Verband fordert zur Einhaltung der Abstände klare Abtrennung in der Kabine. Andi, doch nicht das komplette Band um den Hermann. Das geht doch nicht, wenn du die Hermann so in die Tor stellst, kommt Polizei vorbei. Die denken doch, ne, wir haben im Tor eine Schiffsboje aus dem Rhein. So, die nächste Punkt. Eure Anreise zum Spiel. Trainer, also zwei Olle und ich im Auto sind erlaubt. Nix da, Andi. Dem Hermann sein Vater als Bauer und der holt euch alle einzeln ab mit die Traktor. In eine Schaufel, da könnt ihr euch reinsetzen. Mistgabel. Sagst du, Fick, sag nochmal Mist. Mein Papa hat für Traktor nur eine Mistgabel. Ach so, das passt ja eh besser hier zu die Scheißhaufen. Neue Kanonenköpfe, vor jedem Spiel wird jetzt Temperatur gemessen. Ich hab von meinem Gudrun noch ein Fieberthermometer hier, Hermann. Immer. Hermann, schiebst du dir das Thermometer in eine Kimme? Knallt! Trainer, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, bräuchte aber jeder in der Mannschaft ein eigenes Thermometer. Ferdinand, für dich habe ich das Corona-Spezialgerät. Liegt hinter dir. Was soll ich damit? Ferdinand, die zwei Dinge steckst du dir in die Nase, dann machst du das Teil an und dann haben wir genau den gleichen Kram, wie gerade aus deiner intellektuellen Fresse die ganze Zeit rauskommt. Gequirlte Scheiße. Für die Unterstützung im Stadion machen wir halt wie in Gladbach. Ne, die haben Pappkameraden, bei uns bringt jeder was mit. Hier, seine Susi. Welche denn? Boah, Andi, die nicht atmet und nicht spricht. So, weiter. Auf die Platz beim Torjubel. Nur kurzer Ellenbogen. Andi, ich glaube, das hackt, ey. Jetzt geht es für alle zwei Wochen in Quarantäne. Trainer, ich bin vorbereitet. Was? Na, hast du doch gesagt, Karate. So, Feierabend jetzt. Ihr pennt jetzt hier zwei Wochen Quarantäne in der Kabine. Für Hotel haben wir kein Geld. Gute Nacht, ihr Kanonenköppe. Schlaf gut. Gute Nacht, Trainer. Gute Nacht. Gute Nacht. Boah, ey, wer hat noch alle mit? Es war Hermanns Klingelton. Er hat Pizza bestellt. Hermann, manchmal feiere ich dich. Pilzkin ist auch noch da. Kabine Party!